Alola, meine liebe Freunde, frohes neues Jahr auch von der Pokémonie, Alola Nordseeküste und von Luca. Wie ihr sehen könnt, öffnet der Luca gerade einen Kauf beim Pokémaniac 87, gesendet an Pokémonie, an die Alola Nordseeküste. Luca öffnet das Ganze vorsichtig mit der Schere. Daumen halt weg, Luca. Mhm. Genau so. Öffnet den Brief, den Kauf. Ich krieg das nicht hin. Alles gut, Luca. Guck mal. Wenn du den Brief so hältst, mit der Schere hier reingehst, die Finger weg von dem, wo du schneidest, kannst du einfach hier oben entlang schneiden. In der Hoffnung, dass wir das nichts kaputt gemacht haben, was für uns wichtig war. Und doch haben wir was zerschnitten, was vielleicht interessant gewesen wäre. Aber Leute, das sollte kein Problem sein, wenn wir den Inhalt so aus dem Package rausnehmen. Und wir lesen können, da steht was, genau. Achso, das ist einmal die Preisliste für diesen Kauf. Und so rum. Da liegen das im Kopf. Und so rum. Oh, wir nehmen super nice Lease. Und Luca, zeigt euch einmal, das müsste der Kauf der Karten sein. Was wollt ihr erst sehen, Leute? Den Kauf oder das Giveaway? Das Geschenk an Pokémon. Und Luca, lass uns erstmal das Geschenk angucken. Ja. Das ist das Giveaway, was wir von Pokémaniac 87 für den Channel, für euch, für Pokémon die Sammlung dazu bekommen haben. Muss ich das jetzt umdrehen? Warte. So rausdrücken. Was ist das für eine Karte, Luca? Weißt du das? Mit so einem Rücken ist das eine japanische Karte, genau. Darfst du jetzt umdrehen. Und zwar haben wir halt. Vulpix. Ein Vulpix. Carpador. Richtig schöne Basekarte. Fukamo. Was geht? Dann haben wir da einen QR-Code für euch. Einmal die Kamera halten, Dankeschön, noch auch die Kamera halten. Genau, bisschen tiefer. So Leute, drei QR-Codes für euch. Jetzt kommen die japanischen Karten. Richtig nice. Die kommen natürlich alle in den Fanpost-Ordner. Wo ich denke, wo wir auch mal ein Video von machen können, den Fanpost-Ordner, denn der ist schon ziemlich dick, Leute. Das war das Giveaway vom lieben Pokémaniac. Dafür, Leute, lasst schon mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert mich gerne. Mich und den Luca, um weiterhin mega Öffnungen und Puls zu sehen und vor allem meine Sammlung. Ich glaube, ich habe jetzt vor, die nächsten Tage mal meine ganzen Rainbow- und Goldkarten zu präsentieren. Let's go, Luca. Zeig uns mal, was für Karten wir da haben für meine Sammlung. Und Leute, ich habe auch Mew VMAX gezogen. Leider nicht die Alternate, aber wenigstens vom Fusion. Zwar haben wir hier ein Donphan aus dem 25-Jahres-Set. Xerneas. Ein Knackgag auf Englisch natürlich. Hier kommt Team Rocket 25-Jahres-Set. Gardevoir 25 Jahre Set auf Keine Deutsch. Hülle. Und Zekrom. Und Zekrom auf Deutsch fürs 25 Jahre Set. So, können wir 6 weitere Karten von der Liste Pokémon gesucht, Hashtag 25 Jahre abstreichen. Die werden wir gleich in den Ordner packen und heute Abend, Leute, um 18 Uhr könnt ihr nochmal den aktuellen Stand vom Pokémon 25 Jahre Ordner sehen. Denn dort hat sich einiges getan. Denn wir haben das Package McDonald's 25 Jahre ein bisschen erweitert, verschönert, aber das könnt ihr sehen, wenn ihr um 18 Uhr das Video schaut, wo ich meine Sammlung, den aktuellen Stern meiner Sammlung präsentiere. Drum bleibt am Pokéball, schaltet wieder ein und bis heute Abend, euer Pokémon-Jod Luca! Come on!